Hallo zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Einfügen des VWAPs in den Chart. Dazu klicken wir entweder auf die rechte Maustaste, dann erscheint das Content-Menü oder wir gehen oben auf Setup. Dann haben wir hier den VWAP, also den Volume Weighted Average Price. Wir klicken hier drauf und sehen, aktuell ist das Ganze auf Off. Ich muss hier also auf On schalten, damit er mir im Chart erscheint. Ich kann hier auswählen, welche Timeframe ich haben möchte. Es gibt die Stunde, den Tag, die Woche und den Monat. Hier kann ich die Linienstärke auswählen. Hier kann ich die gewünschte Farbe der Linien auswählen, beziehungsweise der Hauptlinie. Und hier habe ich die Deviation-Linien. Ich kann hier bis zu 8 Positionen kann ich hier Werte eingeben, welche da jetzt die richtigen sind, ist von Markt zu Markt verschieden. Es geht jetzt auch nicht darum, welche Werte wir hier einfügen, sondern hier kann man eben die Deviation-Bereiche eingeben. Diese Linien kann man natürlich auch noch farblich gestalten. Standardmäßig sind die auf Grau. Wir machen es hier einfach mal auf Rot und Grün, damit ich meine Sell- und Buy-Zonen visuell besser sehen kann. Ich sage dann Apply und alles erscheint so, wie ich es haben möchte. Die VWAP-Linie Stärke 3 in Orange, die Deviation-Linien in dem Fall 3, hier unten in Grün und hier oben in Rot. Diesen VWAP kann ich bei verschiedenen Tools bei Volvix einfügen, Cluster Profile, Box Chart, Bar Chart und so weiter. Einfach im Content Menü schauen, ob es hier vorhanden ist. Dann kann man diesen VWAP dort einfügen. Im Tick Chart beispielsweise geht es nicht. Probiert's aus. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.